Nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und ich spiele meinem niegelnagelneuen, naja, erstmals in einem Let's Play Tiger. Das ist der Tier 7 Panzer der Deutschen. Einer der Tier 7 Panzer. Was habe ich drin? Soweit eigentlich komplett, ich glaube, bis auf den letzten Motor, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das dicke Funkgerät drin habe. Ich glaube, das habe ich erforscht, aber ich habe das Geld, glaube ich, nicht. Credits, mir fehlen unglaublich Credits momentan. So, wir spielen auf der Klippe Standardgefecht. Was gibt's Neues? Warum war der Broken Ledger Zeit so wenig online? Ja, mich hat's richtig dahin gerafft. Ich habe jetzt auch, wenn ich merke jetzt beim Reden, der Mund ist sehr trocken. Funktioniert alles nicht so, wie ich das möchte. Hab richtig flach gelegen und musste mal den Ball ein bisschen flach halten, weil das wurde immer schlimmer. Ja, gucke, dass ich jetzt langsam wieder anfange mit den Let's Plays. Konnte leider meine Notration, ich habe immer so Notvideos, also Übungsgefecht und all so Dinger, oder Jagd auf Broken Geschichten, konnte ich jetzt leider wegen diversen Geschichten jetzt nicht mehr hochladen. Ja. Ich hoffe, dass das Video heute noch online kommt. Wenn nicht morgen früh oder die Nacht. Aber so schnell wie möglich. Jo, der Broken braucht auch immer eine Auszeit. Ich habe das irgendwie nicht so... Ach du Scheiße, da kommen sehr viele. Wie ihr seht, auf C5, C6. Ich bin hier so gut wie alleine. Jo. Wobei stehen geblieben. Genau, ich habe das nicht so ernst genommen. Ich war immer so ein bisschen viel wach und da habe halt trotzdem noch gezockt und habe mich nicht ausgeruht. Das hat sich halt gerecht. Sind mir genug hier? 1, 2, 3, 4. Wir sind hier mit kleinen. Ich glaube, bei ja, den hier 9er kommt nämlich garantiert hier um die Ecke jetzt. Da haben wir nämlich die Arschkarte. Unser T54 macht in der Mitte so ein bisschen. Steht da. Gespannt, wer sich die erste Snäse hier rumschiebt. Mir macht der 9er Panzer, muss ich wissen, wo der steht. Ach, und sie gehen über die Mitte. Scheiße. Okay, gar nicht so, vielleicht nicht so schlecht. Da lassen die sich, die hier mit der Masse wollten rumkommen, ein bisschen ablenken. Wir haben sie übel erwischt. Scheiße, der hätte müssen sitzen. Okay. Oh, ich merke, ich bin... Ach, sobald ich mich anstrenge, tränen mir die Augen. Ach, das ein Scheiß, ey. Ich kann euch nur sagen, steckt euch ja nicht an, Jungs. Wir haben sie böse erwischt. Steckt euch ja nicht an. Das geht voll schief. Hilfe! Das muss wehtun. Jetzt haben sie mich erwischt. Jetzt ziehe ich mich eine Runde zurück. Wir haben sie.
schön. Hier, die Ecke sieht gut aus. Wirkungstreffer. Erwischt. Schön. Was steht da noch? Oh, die zwei hier. Okay. Ah, der Tiger ist eigentlich ganz gut. Er hält halt nicht viel aus, was ich gemerkt habe. Aber ansonsten ist er in Ordnung. Gibt Schlechteres. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Wir haben sie. Ah, der Tiger ist auch gleich down. Die S zieht sich zurück. Schönes Ding. So, jetzt machen wir den Angriff. T-54 kommt von hinten. Sehr schön hat er das gemacht. Wirkungstreffer. Schönes Ding. So, was haben wir dann hier noch? The Frontsman. Oh, Frontsman in unserer Base. The France, einer von der France Manners. Oh, leck, schießt ja unser Arti. Oh, beide. Beide sind dort. Jetzt müssen wir ein Moppe dran hier. Kommt T-34. Wir moppeln da hin. War schön an der Ecke hier. Gefällt mir. Die Karte hier, die. Da habe ich jetzt immer mehr positive Erfahrungen hier auf der Karte. Letztes Mal IS-7 gegen zwei IN-100 und noch so ein paar Gedöns-Geschichten. Jetzt zum Tiger hier eigentlich eine ganz geile Geschichte noch. Na ja, kommt der fischte Moppels jetzt näher. Schön. Schönes Ding. Schöne Runde. 15-6. Okay. Ah, ich wollte noch gucken, ob der mir ringgemümpelt hat. Was haben wir denn hier? Oh, Überlegenheitsabzeichen. Erster Klasse. Ja, das ist schon mal gut. 50.000 Credits. 3026 mit doppelte Punkte. Also 1500 habe ich da normal. Guck mal, um die Team auswählen. Ich will immer so wissen, wo ich stehe, so ungefähr. Erster Platz. Sehr schön. Das ist für mich immer wichtig. Auch wenn ich mal los habe, dass ich nicht so unten stehe. Das heißt also, dass ich auch ein bisschen aktiver, ein bisschen offensiver spiele. Aktiver. Also, ich habe 15 Schuss abgegeben, 13 davon haben getroffen und 11 sind durchgegangen. Das ist schön. Habe ich was aufgeklärt? Ja, ein bisschen. 178 Schaden hat durch Aufklärung durch mich. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, ihr wolltet noch eine zusätzliche Tigerrunde. Ich habe nachgefragt im Treffpunkt. Ich habe ja noch den T29, den ich nicht vorgestellt habe. Aber ihr wolltet laut Treffpunkt eine Doppelfolge mit dem Tiger und da bekommt er sie auch. Wir spielen Wadi im Angriff, aber wir sichern die verbündete Basis. Naja, Wadi bin ich eigentlich sehr gerne im Angriff. Das ist die einzige Karte, auf der ich gerne im Angriff bin. Unsere drei größten Gegner-Tanks, der AMX-50-100, der IS-3 und der Löwe. Als Artillerie haben sie nix, wir auch nix. Das ist ja schon mal gut. Für die Defensive ist das schon mal gut. So. Wo fahre ich hin? Ich glaube, ich fahre nach... Rechts bin ich spezialisiert, da hinten. War ich jetzt ein bisschen öfters. Oh, da fahrt wieder alles rum. Ach, immer wo ich hinfahren will, fahrt alles rum. Yes. Ist gut. Einfach mal eine reingesammelt, ja. Hier die Passage halte ich eigentlich auch gern sauber, weil da darf nichts rumkommen. Volltreffer. Was? Wieder ein Treffer.
Jetzt muss ich mich aber zurückziehen. Ich glaube, da könnte mich sonst was treffen. Der Löwe hier steht ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wir werden da gleich sehen, warum. Brauche ich gar nicht drauf zu schießen. Wirkungstreffer. Na, vielleicht verpieselt er sich wenigstens. Der Tiger hat schon ordentlich von mir 3 Stück jetzt schon kassiert. Durch das, dass die jetzt da gebremst, dann haben die sich überhaupt keinen Raum da drüber geschaffen. Das ist rot. Den treffe ich aber nicht. Ich glaube, da treffe ich die Wanne nicht, oder? Doch jetzt. Ne. Komm, gib noch eine. Ich treffe ne nicht. Ich ziehe jetzt einfach mal in die Mitte. Ne. Ich schieße nicht mal an. Ich glaube, jetzt habe ich schon getroffen, aber hinten links muss ich jetzt hin. Steht da die IS-3 T-34, fahrt so ziemlich weit beschissen hoch. Oh, die da müssten das normalerweise gestemmt bekommen. Okay, ich gehe mal hin auf die Seite. Sieht gut aus. Ah, 3-3. Gut, wir haben jetzt 3 kleine verloren. Die auch. Ist noch alles offen. Wir sind halt in der Dev-Position. Na gut, wenn ich sowas sehe wie der VK. Also dann ist... Ne? Komm, der ist jetzt gleich weg. Schieß das Ding weg. Schön. Wow, was hat denn zerstört? Tiger 2, okay. Dürft ihr mich jetzt auch sehen, ne? Jungs, versteckt euch am besten. Einfach zu viele. Wo steht dann der Tiger? Der steht der da hinten. Da hinten kommt jetzt der Löwe, okay. Tiger hat schon. Das haben wir noch nicht gesehen. Ah, Löwe kommt. Schießen wir das Haus mit weg. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich habe eine kassiert. Ich weiß auch nicht von wo. Ich schätze mal. Kann ja eigentlich nur von da oben irgendwo sein. War jetzt gefährlich, was ich mache, aber ich muss aufdecken, wo der Königstiger sitzt. Er ist die ganze Zeit unsichtbar. Komm. Schade, jetzt müsste ich aber treffen. Der ist abgeprallt. Shit, jetzt hat schon wieder eine kassiert und weiß nicht von wem.
Da ist der Tiger. Wo hat der gestanden? Da hinten. Gut zu wissen. Ja, dreht die schön mit der Seite zu mir. Der konnte die ganze Zeit schießen, ohne dass man ihn gesehen hat. Volltreffer. Ach, der Letzte. Komm mal, Jung. Wer die schnitt, dann tut's nicht so weh. Wirkungstreffer. Schön. Ah, doch, 15-6. Nicht schlecht. Aber ich habe hier nicht viel gerissen. Nicht viel gerissen! Gut, für das, dass mir halt so trocken ist, müssen wir hier mal gucken, wo stehen wir dann. Ja, nicht so viel gerissen. Sieht man dann. Was habe ich denn überhaupt? Ja, 35.000 Credits, 853 Erfahrung, das ist noch in Ordnung. Ist halt jetzt nicht so besonders. Was haben die Top-Leute? Knapp fast 1.000, ja. Okay, Jungs. Ich denke mal, ich tue jetzt noch meine Stimme schonen. Nächste Tiger-Runden werden auf jeden Fall besser. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.